Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself Inspiration Kids Club. Heute gibt es das erste Update-Video von meinem kleinen Einhorn hier, was aus dem Baumstamm hier herauswächst. Total niedlich. Das muss man einfach nur in Wasser stellen. Das habe ich ja gestern gemacht. Und jetzt nach 24 Stunden sieht es so aus. Es hat hier oben auf jeden Fall schon Risse bekommen, der kleine Baumstamm. Und hier ist auch schon so ein Stückchen, es hat sich schon so ein bisschen gelöst. Ich nehme es mal hoch. Kann man schon so einen kleinen Blick hinein erhaschen. Es ist auf jeden Fall ein bisschen rosa zu erkennen. Vielleicht ist es tatsächlich das Horn, was hier so durchkommt. Allerdings denke ich eher, es ist ein Ohr. Weil auf jeden Fall auf der Verpackung sieht es so aus, als ob das Hörnchen golden ist. Ich drehe es mal so ein bisschen. Genau, hier ist es auch golden abgebildet. Ich habe ja hier die rosane Variante. Vielleicht ist hier die Mähne rosa. Hier auf der Verpackung ist das Ganze ja blau und auch die Mähne blau. Vielleicht gibt es da diese Farbvarianten. Ich habe hier das rosane und das blaue gekauft. Die blaue Variante könnt ihr beispielsweise mit mir Kinderspielzeug sehen. Da macht Nina das Ganze. Und ihr könnt auch hier sehen, also der Baumstumpf ist wirklich hohl. Da ist jetzt komplett Wasser drin. Ich werde noch mal ein bisschen mehr Wasser drauf gießen. Ist natürlich ein bisschen verdunstet seit gestern. Also so, dass der komplette Baumstumpf wieder ganz bedeckt ist. Und dann gibt es morgen natürlich das zweite Update. Und ich hoffe, dass dann nach 48 Stunden das Einhorn tatsächlich schon geschlüpft ist. So, ich hoffe natürlich, euch hat dieses Update gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt, alles natürlich unten in die Kommentare rein. Schaut auch auf jeden Fall beim ersten Teil dieser Reihe vorbei, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. Und abonniert doch einfach unseren Kanal, dann verpasst ihr auf jeden Fall kein weiteres Video mehr von uns. Und klickt auch auf die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself Inspiration Kids Club. Tschüss!